Hallo Freunde, wir sind beim Teil 2, beziehungsweise die Weltwirtschaftskrise oder Weltbeben. Weltbeben, Weltwirtschaftsbeben oder Weltfinanzkrise. Und das bezieht sich aber auf Europa, bezieht sich auf Deutschland. Wir sind ja am Teil 2, also der erste Teil muss irgendjemand gesehen haben. Und da heißt es immer, dass ich da irgendwas quatsche nur. Also ich bin Spezialist im entspannten Immobilienbauen, das heißt Niedrigenergiehäuser und Dinge. Passivhäuser, warum? Weil ich immer sage, da kommt eine Wirtschaftskrise, beziehungsweise Freunde, es kommt auch eine Zeit, wo kalt ist. Und dass ich da irgendwo daher schätze, das Weltbeben. Also es gibt Showdown von Dirk Müller, von Markus Krall gibt es, das ist ein Goldexperte und so weiter. Gibt es auch viele Aussagen. Und ich bin auch kein Schwarzmaler, ich bin auch kein Querdenker, ich bin auch sonst was, ich bin ganz normal, ich bin der 80er-Pop. Also der 80er-Bau-News, da hat die Welt noch funktioniert, hat eine saubere Lehre gemacht, mit gutem Abschluss und auch dann Diplom Immobilienwirt. Und da ist tatsächlich so, dass ich einfach das beschreiben kann. Klar lässt das viele ab. Die werden halt begreifen, was ich sage. Das muss halt sein, da lege ich auch keinen Wert drauf. Was will ich überhaupt damit sagen? Man lebt und lebt und lebt und lebt. Aber das, was ich mache, ist schon richtig. Also das heißt im Grunde genommen, so bauen. Also das heißt tatsächlich so bauen, dass man sagt, okay, wir machen da ich zeige mal einfach unsere Häuser und da ist der Energiesparer drin. Warum? Es ist schon ganz klar so, dass hier, also ich kann auch mal ruhig stehen bleiben, ich bin nicht immer der Tanzbär, und, aber ich tanze gerne, ich gebe es zu. Also das heißt, ich bin in einem gewissen Alter, wo ich sage, okay, ist doch egal, das heißt egal. Wenn man so 30-Jährige sieht oder 20-Jährige, ja, der Alte, was hat denn der zum Sagen und so weiter. Und da ist tatsächlich so, man hat, wenn man Geschichte aufpasst hat, eine Geschichte als Hobby hat, tatsächlich das, was der Harold James, das ist ein Professor, also wir sprechen hier von einem Professor, von irgendeinem Bachelor oder irgendwas, also es gibt noch weitere Teile. Der ist tatsächlich so, das ist ein Mann, der hat es richtig drauf, Markus Krall hat es auch richtig drauf, Dirk Müller Showdown, der DAX-Profi, also das ist der DAX-Profi, das ist irgendein Bastler. So, und da ist noch so, klar, jeder ist da in Vergnügung, also es gibt ein Buch, wir vergnügen uns zu Tode oder wir vergnügen uns eben bis zur Krise. Und wenn man den Aktiencrash, dass man so auf den Punkt bringt, zwischen 20 und 30 in der Welt, mal gesehen, haben wir die Lehmannskrise gesehen und dann kommen noch andere Teile und das ist